Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Phil Filler. Heute möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass es derzeit noch einen Spendenaufruf gibt von Big G's Tintenkiste, von Witty von Inkwitty und den Miesler von ML Nipworks und den Christoph von Himmelstier. Und zwar sammeln die gerade Spenden in Form von Losen für die Ukraine-Hilfe. Hier gibt es dann so einen tollen Füller, den ihr mit den Losen ersteigern könnt. Und wie sich das Ganze jetzt verhält, seht ihr gleich im Video. Viel Spaß! Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei mir bei Big G's Tintenkiste zu einem neuen Video. Ein Sondervideo, ein einmaliges, hoffentlich einmaliges Sondervideo, dass es so wirklich nur ein einziges Mal geben sollte, ja, denn der Anlass für dieses Video ist leider ein relativ trauriger. Von daher, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich jetzt keinen Anlass suchen, keinen Anlass haben müssen, wollen, dieses Video überhaupt drehen zu müssen, ja, denn es geht hier darum, es geht um das momentane politische, diese politische Herangehensweise, die momentan in der Ukraine herrscht, ja, also um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Und ich finde, Krieg ist immer etwas sehr, sehr Schlimmes. Da kann es keine Gewinner geben, meiner Meinung nach. Es gibt Opfer auf jeder Seite und Kriegsleidende immer. Es kostet sehr viel Geld und Menschen verlieren ihr Leben und ihr Zuhause, haben nichts mehr zu essen, nichts mehr zu anziehen. Also das Ganze, Leute, die aus ihrem gesamten Alltag herausgerissen werden, ist eine ganz, ganz, ganz schlimme Sache, ja. Und weil ich da mir gedacht habe, vielleicht kann ich da irgendwie helfen, auch wenn es nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein ist, ja, habe ich mich mit dem Christoph von Himmelstierpens zusammengesetzt, habe auch den Witty um Hilfe gebeten, dass der dieses Projekt auch unterstützt, ja. Und er hat auch sehr bereit erklärt, auch er findet die Situation in der Ukraine untragbar und möchte natürlich auch sein Möglichstes tun, ein bisschen, ja, den Kriegsleiden ein bisschen entgegenzukommen, ihr Leiden ein wenig zu lindern. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir einen Füller kreieren, ja, dass der Christoph, der dann einen Füller erschaffen, den wir uns ausgedacht haben, den es wirklich so, wirklich nur ein einziges Mal geben wird, ja, und da ist es so, wer meinen Kanal verfolgt, der hat das schon gesehen, ja, ich habe auf Instagram und auf meinem YouTube-Kanal in den Communities, habe ich Fotos gepostet vom Entstehungsprozess des Füllers, ja, also nachdem die Teile fertig gewesen sind, wie sehen sie aus und so weiter, und da ist wirklich, wirklich was richtig, richtig Tolles geworden, ja. So, und es ist eine Spendenaktion. Ich wollte eigentlich, oder wir hatten eigentlich vorgehabt, dass wir das quasi als Versteigerung machen auf eBay Charity. Also eine reine Spendenaktion, wo das gesamte Geld am Ende direkt in die Ukraine geht als humanitäre Nothilfe. Und dafür hätte ich aber jetzt ein Schreiben gebraucht von der Hilfsorganisation. Ja, unsere Hilfsorganisation, für die wir uns quasi entschieden haben, das ist Aktion Deutschland hilft. Ich habe die Hilfsorganisation angeschrieben und warte leider immer noch auf eine Bestätigung, die ich brauche, um auf eBay mein Vorhaben durchsetzen zu können oder unser Vorhaben durchsetzen zu können. Deswegen haben wir uns überlegt, jetzt lange warten, bis da irgendwas rüberkommt, können wir nicht, weil ich denke, die Leute, die brauchen, die Kriegsopfer, die brauchen die Hilfen jetzt und nicht erst irgendwann in Wochen, ja, oder in Monaten. Und von daher ist jetzt schnelles Handeln angesagt, ja. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir das machen werden mit einer Art Lossystem, ja. Also sprich, ihr kauft, ihr bestellt quasi Lose, ja, überweist Geld an den Christoph. Die Bankdaten, die sind unten in der Videobeschreibung drin, ja, da schreibt ihr dann bitte rein, wie viel Lose ihr haben möchtet, ja, ein Los kostet 10 Euro, das, wie gesagt, das Geld ist komplett für die Ukraine gedacht, das geht nicht an uns, das geht direkt an die Ukraine als Nothilfe für die Leute dort, und 10 Euro pro Los, je nachdem, wie viel Lose ihr kauft,
Bekommt ihr auch am Ende, wenn alle Lose in einen Lostopf kommen. Diesmal wird dann aber nicht mein kleiner Plastikbecher, mein Recher mit dem Becher-Video kommen, ja, sondern dann werde ich mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie was Größeres finde, wo ich mehr Massen an Losen, je nachdem. Ich hoffe, die Beteiligung wird sehr, sehr hoch sein, denn der Zweck ist auch ein sehr spezieller und ein sehr humanitärer. Und da können wir echt mal gucken, dass wir ein bisschen was Gutes tun, ja. So, und wird es so laufen, so viele Lose, wie ihr haben wollt, überweist ihr das Geld, schreibt auch hinein, wie viel, also in den Verwendungszweck, wie viel Lose ihr gerne haben möchtet. Ihr bekommt dann von Christoph eine Bestätigung dafür, also auch eine E-Mail vom lieben Christoph. Deswegen muss auch eure E-Mail-Adresse mit in die Überweisung hinein, ja. Also sprich die Anzahl der gekauften Lose und die E-Mail-Adresse, wo er euch dann quasi antworten kann. Diese Lose werde ich natürlich am Ende dann von der Aktion, die bis zum 23.03. läuft, 12 Uhr, ja, ganz wichtig, 12 Uhr, weil damit die Überweisung dann noch gezählt werden kann, werden dann die Lose von mir wieder ausgedruckt, dieses Mal vielleicht, weil keine Ahnung, wie viele Leute es sein werden. Und dann je nachdem, wie viele Lose ihr gekauft habt, werden in entsprechender Zahl Lose von euch auch in den Lostopf kommen. Ja, also wenn ihr jetzt 5 Lose kauft, sind jetzt von euch 5 Lose in dem Lostopf drin. Das bedeutet, die Gewinnchancen erhöhen sich für euch. Ja, alle, die sich daran beteiligen, haben einen Mindesteinsatz von 10 Euro. Und am Ende kommt vielleicht hoffentlich ein relativ hoher Betrag heraus, der dann auch dazu beiträgt, das Kriegsleiden ein bisschen zu lindern in der Ukraine. Ja, Spenden, die eingehen nach diesem 23.03. 12 Uhr, die werden auf Wunsch gerne auch wieder sofort wieder überwiesen werden oder zurückgezahlt werden vom lieben Christoph. Ja, alle werden eingetragen in eine Spendenliste. Die bekomme ich dann auch zu sehen. Und ja, Rechtsweg ist leider ausgeschlossen. Da kann ich leider nichts machen. Ja, fair müssen wir alle bleiben, dass wir am Ende unseren Spaß haben. Und dann, wenn diese Aktion abgeschlossen ist, ja, dann wird es auch einen Stream geben. Oder während der Zeit vielleicht sogar noch, ja, da wird es auch nochmal ein kurzes Extra-Video geben, wo ich das euch jetzt das ankündige, einen Stream, einen Livestream, den ich zusammen mit dem lieben Witti zusammen veranstalten werde, ja, um euch so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, um ein bisschen Spaß zu haben, ja, auch eine kleine Sonderaktion quasi zwischen mir und dem Witti, dass wir einen Stream quasi gemeinsam veranstalten, was es auch so in der Form noch nicht gegeben hat, ja. Und von daher, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. So, aber um was geht es jetzt hier natürlich? Ja, den Füller, den habt ihr auch Fotos jetzt gesehen. Und wie der wirklich aussieht, wie der sich so schreibt, ja, und alles weitere dazu, das zeige ich euch jetzt. So, Freunde, hier habe ich jetzt den Füller, den ja, Füllerbubble vor UKR. In dieser schönen Schatulle drin. Ja, der Christoph, wenn der Füller herstellt, die kommen immer in sehr hochwertigen und sehr, sehr schön gestalteten Verpackungen, in so kleinen Etuis von Paper Blanks. Ja, da gibt es verschiedene Modelle an ja, Etuis, sehr, sehr schöne Designs, muss ich sagen. Und ja, damit das farblich so einigermaßen passt, hat er sich dann für diese Variante hier entschieden. Ja, kommt in so einem Etui. Mit einer aufklappbaren, hier vorne aufklappbaren ja, Seite, die man hier so aufmachen kann. Und dann hier befindet sich dann erst einmal eine kleine Information über Paper Blanks. Ja, jetzt hier in unserem Fall relativ egal. Dann kommt hier die Modellbezeichnungskarte vom Himmelstierpens, also von Christoph mit dazu, mit der Modellbezeichnung, also Füllerbubble vor UKR. Dann hat er das Datum aufgeschrieben, wann er den hergestellt hat. Eine kleine Unterschrift vom Christoph, ja. Und dann wisst ihr auch Bescheid. Einmaliges Modell gibt es so nur ein einziges Mal und wird auch kein einziges Mal oder kein zweites Mal hergestellt werden. Es ist wirklich nur diese eine einzige Version, die es davon gibt, ja. Und dann natürlich sehen wir jetzt hier, ist das nicht schön, ja. Also angemessen des traurigen Anlasses, ja. Aber der Füller ist wunderschön, ja. Also, er hat auch darauf geachtet, der liebe Christoph, dass er auch das Innenleben von dem Etui
auch in den Farben hält, ja, in Samt, ja, in den Farben der Ukraine, also blau und gelb. Ja, und wenn wir den Füller jetzt hier so herausnehmen, ja, ich tue mal jetzt hier die Schachtel wieder weg, ja, und dann zeige ich euch den Füller mal so ein bisschen näher, ja, so. Der Christoph, der hat ja schon das ein oder andere Modell hergestellt, ne? Und darunter war auch mein Big Cheese blauer Drache. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir den ja, blauen Drachen quasi als Inspiration nehmen dafür, um dieses Modell, das von seiner Form her, von seiner Beschaffenheit zwar angelehnt ist an den blauen Drachen, aber doch irgendwie auch anders, da auch im Design neu gemacht wurde. Ja, und um dann mal so anzufangen mit den Specs hier, ist zum Beispiel oben, da hat er dann auf dem Kappenende mit farblichem Acryl, er hat es mir aufgeschrieben, ja, also Body aus Yuma Gem in Gelb, ja, mit eingearbeiteten Messinghülse, ja, die zeige ich euch, ja, ich habe mir die Specs hier ausgedruckt vom lieben Christoph, deswegen, ich versuche euch jetzt mal so ein bisschen vorzulesen. Ja, hier mit Messinghülse, ja, was den Body insgesamt ein bisschen schwerer macht, ja, dazu kommen wir dann aber auch noch. Das Gewinde fürs Griffstück besteht aus Yuma Gem Blau, ja, also quasi auch Yuma wie mein Big Cheese blauer Drache, nur halt eben mit einer anderen Farbgebung oder Farbmischung, und sorgt auch im Detail für die Nationalfarben der Ukraine. Sieht sehr, sehr schön aus. Ja, die Kappe. Die Kappe ist wie gesagt auch aus diesem gleichen Material, aus diesem Yuma Gem Blau mit einem silberfarbenen Clip, ja, und den eingearbeiteten Nationalfarben aus Epoxidharz im Kappenkopf, ja. Also er hat dann quasi blaue und gelbes Epoxidharz genommen und hat das dann quasi also gefüllt in einen silbernen Ring, ja. Dieser Ring, den ihr hier sehen könnt, das ist der ist aus Sterling Silver, ja, 925, gell? Also wer Waldmann Füller kennt, der weiß das, 925 Anteile von 1000, ja, reinen Silbers, ja, quasi, und hat das Ganze dann noch ein bisschen, damit das optisch noch ein bisschen schöner ist, hat er das, ich mache mal ein bisschen Zoom hier hinein, das war das Falsche, der falsche Knopf, ja. Hat er das dann auch so ein bisschen so aufgefüllt mit Epoxidharz, mit klarem Epoxidharz, um hier die rundere Form hier oben so ein bisschen zu kreieren. Er hat es auch wirklich dieses Mal schön gemacht, wie ich finde, dass hier die Kontur der Kappe verjüngend hier in Richtung Kappenende geht und hier nochmal so eine Art gerade Sektion ist. Ich finde, das ist optisch schon sehr schön. Hat er sich wirklich Mühe mitgemacht, ja. Wie ich finde, derzeit eines der besten Kreationen, der besten Modelle, die Christoph so gemacht hat. Ja, er hat dadurch, dass er die Messinghülse mit eingebaut ist der Füller an für sich schon einigermaßen schwer, aber nicht zu schwer. Einfach ein bisschen schwerer, dass er sich ein bisschen wertiger anfühlt, ein bisschen besser ausbalanciert in der Hand liegt und auch dafür sorgt, dass man längere Texte schreiben kann. Die Kappe ist leider nicht aufsteckbar, was ich aber überhaupt nicht schlimm finde, denn so kann man nämlich schön sehen, dass ja hier das Yuma, das hier eingearbeitet wurde, in Gelb gehalten ist. Ja, so haben wir dann hier quasi immer einen kleinen Gegensatz zur anderen Farbe im Body und in der Kappe. Finde ich sehr, sehr schick, sehr schön. Und macht auch diesen Füller wirklich einzigartig, ja. So, dann kommen wir hier mal zur Feder. Dann mache ich hier wieder ein bisschen Zoom hinein. Ja, die Zuma, die Quatsch, nicht Zuma, die Feder, das ist eine Bock-Titan-Feder, 250, in der Federstärke Medium. Ja, wir haben uns gedacht, weil Titanfedern ja dazu neigen, doch sehr saftig zu schreiben, und ist ein gutes Mittelmaß für jemanden, der darauf Bock hat. Und wer halt eben darauf keinen Bock hat, der kann sich dann also den Tintenfluss ein bisschen erhöhen lassen vom Mislav am Ende, um daraus eine B-Feder rauszumachen zu können.
oder noch ein bisschen Tintenfluss reduzieren zu lassen oder das Federkorn hier oben ein bisschen schmaler schleifen zu lassen, um halt eben kleinere, darunterliegende Strichstärken zu erreichen. Ansonsten aber haben wir hier noch diese einmalige Laserung mit den Buchstaben UKR, ja, also quasi für Ukraine. Ja, und wirklich sehr schön. Gesamtlänge circa 15 cm. Ja, ich habe jetzt kein Maßband hier, aber der Christoph, der hat mir das geschickt als Text. Deswegen lese ich euch das hier gerade vor. Gesamtlänge circa 150 mm. Bodylänge mit Griffstück sind circa 108 mm. Bodylänge mit Griffstück und Feder circa 131 mm. Die Kappenlänge beträgt 72. Ja, und das Gesamtgewicht inklusive Konverter sind ungefähr, ja, 40 Gramm, kann man sagen. Und Gewicht, Body inklusive Griffstück, Feder und Konverter circa 25 Gramm, Gewicht, Kappe circa 14 Gramm, Gewindeumdrehungen circa 2¼. Ja, das ist so jetzt das, was ich jetzt hier von dem Factsheet hier quasi vorgelesen habe, ja, als Ausdruck, was mir der Christoph geschickt hat. Wer jetzt hier quasi am Ende den Füller bekommt, ja, da das ja ein Sondermodell ist, dass es wirklich so nur ein einziges Mal gibt, gibt es dafür auch ein Zertifikat, das wir quasi gemacht haben, das dann dem Besitzer mitgeschickt wird. Ein kleines Zertifikat, wo halt eben draufsteht, welches Papier ist sogar ein bisschen dicker, ja, könnt ihr euch dann auch einrahmen, wenn ihr wollt, Echtheitszertifikat für den Charity-Füller-Bubble, also Füller-Bubble vor UKR. Und dann hier mit dem schönen Text. Vielen Dank für den Erwerb dieses einmaligen Custom-Füllers und der damit so wichtigen humanitären Unterstützung in diesem so sinnlosen Krieg in der Ukraine 2022. Hier hat der Christoph bereits schon unterschrieben. Ja, der Witti, der wird ja auch noch unterschreiben, der bekommt von mir das Zertifikat per Post zugeschickt, damit er da auch unterschreiben kann. Und am Ende, wenn ein Custom Grinding der Feder gewünscht ist, geht das Zertifikat auch mit nach Österreich, dass der Mislav da auch nochmal sein Otto darunter setzen kann. Ja. Und damit ihr auch sehen könnt, dass das alles hier mit rechten Dingen zugeht, ja, werde ich natürlich meinen Otto gleich mal hier darunter setzen. Ja, und zwar werde ich unterschreiben mit meinem Kanalnamen, ja, damit es auch wirklich echt ist. Und zwar Big Cheese Tintenkiste. So, damit habt ihr dann auch meine Unterschrift, ja, mit Compecky Blau unterschrieben mit diesem Füller. Derjenige, der diesen Füller am Ende bekommt, kann sich natürlich aussuchen, ob er jetzt den Füller gereinigt haben möchte. Ich habe inzwischen mir ein Ultraschallgerät gekauft, womit ich quasi den Füller so reinigen kann, dass er jetzt wieder in Originalzustand zurückversetzt wird. Ja, also wenn da jetzt ein Sammler an den Füller gerät, ja, was ich schon sagen würde, es ist ein Sammlerobjekt. Das kann zu einem Sammlerobjekt werden, denn wie gesagt, es wird von diesem Füller, von diesem Exemplar nur einen einzigen geben. Es wird keinen zweiten geben. Ja, und da bin ich gespannt, wie das demjenigen gefällt. Ich finde ihn wunderschön. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen traurig, dass ich ihn überhaupt irgendwann mal wieder wegschicken muss. Ja, aber um auch mal ein kleines Schreibbeispiel zeigen zu können, werde ich mal jetzt hier gucken, ob ich den die Kamera umpositionieren kann oder mein Tablet. Ich muss es kurz suchen. Einen Moment. Ja, so okay. Also ich habe das jetzt platziert. Und dann fange ich mal an mit dem kleinen Schreibbeispiel. Ja. Der Füller, der ist vorhergestellt von Himmelstier, aber das ist eine Aktion, die wird nicht unter dem Namen von Himmelstier laufen, sondern die Modellbezeichnung ist einfach das, was wir hier auch vorgesehen haben für diese Aktion, nämlich der
Füller-Bubble for UKR. Ja, so heißt das Modell. Und Christoph hat darauf bestanden, dass wir in diesem Fall tatsächlich das nicht als ein Himmelstierprodukt quasi auslegen, weil er in seiner Funktion als Füllerhersteller nur darin dienen möchte, dass er etwas tut, seinen Beitrag dazu leistet, um humanitäre Hilfestellung zu geben. Ja, so. Okay, also das ist der Füller-Bubble vor UKR. Das ist der Füller, so heißt er und so wird er auch heißen bleiben. Die Tinte, die ich jetzt hier verwende, ist Pilot Hiroshi Suku Konpeki. Ja. Das Papier, das ist so ein Ringbuch von Oxford, ja, das ich bekommen habe von einem meiner verrückten Zuschauer, der liebe Stefan. Ja, auch sehr schönes Papier. Ja, wunderbar. Sehr gut schreibender Füller. Ja, diese große 250er Bockfeder ist wirklich sehr, sehr schön. Da es Titan ist, das bedeutet, die ist auch sehr, sehr biegsam, sehr, sehr flexibel. Ich bin mir nicht sicher, ob die das auf Dauer durchhält. Ja, aber zumindest ein gewisses Maß an Linienvarianz lässt sich damit erzeugen. Rückwärts geschrieben oder umgekehrt geschrieben, auch durchaus möglich. Wunderbar. Was die Tintenergiebigkeit angeht, muss ich sagen, der Füller, die Feder ist schon sehr verschwenderisch, ist aber auch normal. Ja, bei dem Tintenleiter. Der Tintenleiter, das ist einer aus Kunststoff. Ja, also ich habe darauf bestanden, dass kein Tintenleiter verwendet wird aus Ebonit, weil ich damit keine wirklich sehr gute Erfahrung gemacht habe. Ja. Und das, was ich nicht gerne möchte, das kann ich und möchte ich auch euch nicht antun. Ja, insbesondere nicht demjenigen, der den Füller quasi am Ende auch bekommt. Und von daher, die Feder schreibt sehr gut. Ja. Also man sieht jetzt hier, ist ein bisschen anfällig hier für Flecken. Das ist aber normal bei der Farbe. Ja. Das werde ich nachher noch ein bisschen sauber machen. Und ja, wunderbar. Also die Feder schreibt relativ smooth, hat etwas Feedback, was aber völlig in Ordnung ist und völlig normal ist, meiner Meinung nach. Ja, da kenne ich wesentlich Schlimmeres und wirklich ein wunderbarer Füller. Einer der besten Kreationen, die Christoph bisher gemacht hat. Und was ich euch vielleicht noch ein bisschen zeigen kann, ist ein Größenvergleich. Ne? Ist ja auch nicht ganz unwichtig, dass ich euch mal so ein bisschen demonstriere. Wie verhält sich der Füller so im Größenvergleich mit anderen Füllern? Ja, da habe ich schon mal so ein paar Füller vorbereitet. Ne? Schon ein bisschen vorbereitet. Einmal hier halt eben den Füller Bubble vor UKR. Relativ groß, sieht man auch relativ dick. Zeige ich euch auch gleich nochmal kurz. Verglichen mit dem Lamy All-Star. Dann hier auch der Twisby Eco. Zwei Modelle, die im Füllerreich fast jeder hat. Dann hier noch, ich versuche es mal ein bisschen nach Größe zu sortieren, der Pelikan M200 und der Caveco AC Sport. Ja, um nochmal hier auch die Feder nochmal zu zeigen, hier die 250er Bockfeder aus Titan, dann hier vom Lamy All-Star und hier vom Twisby Eco. Hier der Pelikan M200 und die kleine Lütte süße Feder vom Caveco AC Sport. Ne? Also man sieht schon, dass es schon ein richtiger Klopper ist, ja, mit dem man echt auch Spaß haben kann. Ja, und ich zeige euch auch nochmal kurz so einen kleinen Vergleich mit den Griffstücken. Ja, weil ich schon finde, dass das Griffstück
relativ dick ist. Ja, ich glaube, Christoph, der hat sich, was das Design betrifft, so ein bisschen an meinen Big Cheese blauen Drachen angepasst. Ja, weil ich ja gesagt habe, ich hätte gerne, also ich mag Griffstücke, die ein bisschen breiter sind, die ein bisschen dicker sind. Ja, damit ich guten Halt finde und so. Und da habe ich noch an Füllern mit anderen ähnlichen, ja, breiten Griffstücken hier noch der Gravitas Sentry und vergleichbar noch vielleicht mit dem ja, Waldmann Precieux. Ja, mache ich nochmal kurz hier ein bisschen Zoom hinein, ja, und da sieht man das dann schon. Wie breit das Griffstück ist, ja, also liegt recht gut in der Hand, wie ich finde, ja, wie schon gesagt. Und um mal kurz den Eco dazu zu halten, vielleicht so als Referenz, ja, weil die meisten von euch den ja sowieso haben werden. Ja, also ist schon ein deutlicher Unterschied, ne? Also man sieht es. Man fühlt es auch, man spürt es auch, ja. Und ich finde auch, dass trotz, obwohl das Griffstück aus Kunststoff ist oder aus diesem Yuma Gem Material, liegt das sehr gut in der Hand, rutscht auch nicht. Ja, wie ich finde. Und hat dann auch vorne hier so einen kleinen Fingerstop, ne? Also ein Bereich, wo man nicht rüberkommt. Ja, und dadurch, dass das Griffstück so lange ist, ne? Hat man wirklich genügend Raum, genügend Platz, seinen Griff anzusetzen, wie man das gerne möchte. Ja, auch hier diese Gewinde, hier die Gewindedrehungen hier, sind auch in einem Bereich, wo ich jetzt sage, man spürt, dass die da sind, aber sie stören nicht. Sie stören überhaupt nicht. Vor allem auch, weil der Christoph hier nämlich darauf geachtet hat, dass die Kanten schön abgerundet sind. Er hat sich entgratet, ja, und somit fühlt sich das Ganze generell sehr, sehr schön an, ja. Und, ja, das ist der Füller. Ja. Ich noch ein bisschen kurz hier Zoom hinein machen. Vielleicht kann ich das Material an sich noch mal so ein bisschen zeigen. Ja, das gelbe Yuma. Ja, funktioniert nicht so ganz. Ich mache mal hier den Zoom hier wieder hinaus und versuche das so zu machen. Ja, scheint aber auch nicht zu funktionieren. Er mag wohl die gelbe Farbe nicht. Ist wohl so. Naja, gut. Auf jeden Fall hier. Noch einmal das Muster hier an der Kappe. Sehr, sehr schön. Und als einmaliges Modell sowieso, ne? Hier so ein bisschen so Yin-Yang-mäßig angeordnet. Ja, das blaue und das gelbe Epoxidharz, ne, mit diesem schönen Silberring aus Sterling-Silber. Sehr, sehr schön. Also muss ich sagen, der liebe Christoph hat hier wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe gemacht, sehr viel Arbeit hineingesteckt, ja. Und er ist tatsächlich jedem Anspruch zurecht, also ja, quasi gerecht geworden. Ich finde den Füller wirklich super toll. Ich finde es schade, dass ich ihn dann irgendwann wieder weggeben muss, ja, an denjenigen, der den Füller quasi dann gewinnt am Ende. Und ja, bis es soweit ist. Wenn der Online oder wann der Online-Stream also mit mir und dem Witty stattfindet, werdet ihr noch erfahren. Ja, das werden wir noch euch kundgeben, entweder auf meinem Kanal als Information, schriftliche Information oder auch direkt in der Füller-Bubble. Ich glaube, der Witty, der wird auch noch mal ein Video machen darüber. Und dann, ja, dann denke ich, war es das erstmal für heute mit dem kleinen Review und mit der Ankündigung dieser besonderen Situation, die wir jetzt hier vor uns haben. Und da hoffe ich, da kommt sehr viel Geld zusammen, damit wir diesen schönen Füller an jemanden hergeben können, der ihn zu schätzen weiß und mit den Geldern die humanitäre Nothilfe für die Ukraine unterstützen. Okay, Freunde, dann vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt bitte sehr gerne. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Review, beim nächsten Video, allerspätestens, allerfrühestens, wie auch immer, bei dem zutreffenden ja, Livestream. Und dann bis bald, Freunde, und ciao.